Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Ich bin's wieder, euer Tod, und dieses Let's Play wird euch präsentiert von Lerone LP. Let's Play with me. Ja, und damit heiße ich euch dann auch nochmal zurück hier in der nächsten Folge von Darksiders. Wir haben ja letztes Mal uns endlich mit dem König getroffen. Wir wollten ihn von... hör doch mal auf, mich jetzt hier abzulenken. Mann, wir wollten eigentlich ein, zwei Antworten von ihm haben. Aber er meinte, uns erstmal erpressen zu müssen. Und hat gesagt, wir sollen erstmal seine Fürsten befreien und erwecken, damit er nicht mehr alleine in dieser kahlen Welt herrschen muss. Und weil wir also großzügig sind und diese Information unbedingt von ihm haben wollten, die er uns erst dann geben wird, wenn wir seine Fürsten befreit haben, haben wir uns so gedacht, okay, dann machen wir das. Und so sind wir nun im Grab des ersten Fürsten. Der Fürst Pharisäer. Ja. Mit ganz vielen Zombies, das gefällt mir jetzt schon mal. Alter, hast du mich angegriffen? So. Nebenbei, wir spielen immer noch mit Gamepad. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen angefangen, mit Gamepad zu spielen. Und da mir das ja sehr gut gefallen hat, wie manche vielleicht gemerkt haben, behalten wir das jetzt einfach mal bei. Für die einen, die es interessiert. Für die anderen, die es nicht interessiert. Ach ja. Stirb's. Los, komm. Stirb, stirb, stirb. Na komm, geh tot. Danke. Meine Güte, wie lange muss ich denn dann noch auf dich einprügeln, damit du endlich mal umfällst, Mann? So, Gule, kommt mal mit. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Rambazamba. Gule? Ramba? Zamba? Ja? Nein? Keine Ahnung? Okay, gut. Dann lösen wir erstmal hier wieder ein Rätsel. Es wäre echt cool gewesen, hätte ich jetzt die Verderbnis hier zerschlagen können. Das wäre cool gewesen. Aber nein, das Spiel denkt sich so, nein. Also können wir es leider nicht tun. Ach, Mann. So. Magst du da? Danke. So. Schmeiß. Schmeiß. Ah, danke. So, dolle. Dann noch da hinten die Verderbnis beiseite sprengen. Und eigentlich können wir dann da hinten auch nochmal die Verderbnis beiseite sprengen. Wo wir sowieso gerade dabei sind. So. Noch irgendwo, wo Fett... Ja, okay. Da hinten, das... Aua! Aua, Mann! Put the Bombe down! Bremst. So. Das soll es jetzt, glaube ich, erstmal hier gewesen sein. So. Dann holen wir uns nochmal... Ja, ich weiß, Todesgriff und so. Dann holen wir uns hier nochmal eben ganz kurz die Truhe. Ganz fix, ganz schnell. Hey, da waren neue Sensen dabei. Schauen wir uns die doch gleich mal an. So. Und das war... Okay, die habe ich zurzeit angelegt. Ist neu, ist neu, ist neu, ist neu. Ich meine, bei der kriege ich wenigstens... Also habe ich noch wenigstens Feuerschaden drauf und ich kriege Reaper-Energie bei Exekution. Aber da ich die Exekution sowieso nie verwende... Ach komm, ich nehme die hier. So, guck mal. Sieht auch gleich viel schnuckeliger aus, diese besessene Doppelsense. So. Dann schauen wir doch mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ach, hier ist ein Schalter. Okay. Gut. Dann muss also hier irgendwo was sein. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wo und was, aber... So. Wir wollen, glaube ich, aber erstmal jetzt den Todesgriff haben, denn... Das Ding ist da nicht ohne Grund. Okay. Das war es nicht. Ja. Irgendwo noch was an der Decke? Nee.
Kommen wir hier hoch? Irgendwie. Wir könnten von hier da hinspringen, glaube ich. Ja. Ah, das kann ich bewegen? Ach so. Ah. Ach so. Aber ob das uns jetzt so viel weiterbringt, ich glaube ja nicht. Selbst wenn ich das da runterschießen kann. Wie soll ich denn das Ding da wieder hochkriegen? Obwohl, das macht jetzt nicht so den schweren Eindruck. Muss ich sonst vielleicht... Muss ich... das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Wenn wir das nämlich jetzt einfach mal ranziehen. Magst du das da jetzt mal bitte ranziehen? Der Fug? Nee. Guck mal, du sollst das erstmal wieder da hinziehen, wo es hingehört. Danke. Und dann sollst du mal bitte... Geht das vielleicht... Ey, jetzt willst du mich aber trollen, kann das sein? Oder wie soll ich da oben irgendwie draufkommen? Schauen wir mal. Sieht man da vielleicht irgendwas? Das ist ja ein bisschen komisch jetzt. Vor allem, warum ist das so? Ha. Komm mal ran hier. Oh, komm noch mal weiter ran. So. Also, was ich mir hätte vorstellen können, dass ich das irgendwie umschmeißen muss. Weil drauf bekomme ich das hier definitiv nicht. Also, das würde mich doch arg wundern. Aber vielleicht bist du ein bisschen weiter weg? Nee. Nee. Irgendwie nicht so wirklich. Und was mich auch so ein bisschen stutzig macht, ist, dass ich da oben theoretisch... Ach so, okay, ja, gut. Ja, klar, macht Sinn. Ja, Gott. Na klar, wenn das davor steht und ich da jetzt das Dings gegenwerf, dann passiert nichts. Wieso passiert da nichts? Weil... Statue doof. Oder SV sehr doof. So. Ah, so, dann probieren wir das nochmal von dieser Seite aus. Vielleicht ups, das ja was. Ne, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass da nämlich genau das Gegenteilige passiert von dem, was wir eigentlich machen wollten, Mann. Ah. Okay. Dann... Probieren wir das Ganze nochmal. Sag mal, kann ich nicht sonst eventuell auch einfach den Kronleuchter von da oben runterholen? Das wäre so viel einfacher. Ganz ehrlich. Hm, schade, hätte ja klappen können. Nee, aber irgendwas hat es ja damit auf sich. Ich habe nur noch keine Ahnung, was. Mal wieder. Folgt, dass sich das Ding auch so leichtfüßig bewegen kann. Sonst war es ja immer so... So... Aber jetzt ist das ja... Nee. Und ich verstehe nicht, wieso. Das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Versteht ihr? Ha. Oder? Ah, okay, ja gut, das ist natürlich... Nee, also, wir sollen auf... So geht's natürlich auch. Ich meine, es wäre zwar sinnvoller gewesen. Warte mal, also wenn das jetzt wirklich stimmt, was ich denke, was das ist, stimmt, ne? Also ich meine, dann, wir müssen nämlich, glaube ich, das unter das Tor packen. Deswegen ist das auch so leichtfüßig zu bewegen. Was? So. Noch einmal und dann sollte das eigentlich das gewesen sein. Ja.
Aber wie gesagt, ich hätte das sinnvoller gefunden, dass wir das, also wenn man das hätte umschmeißen können, damit es auf dem Schalter liegen bleibt. Aber so, das ist ja... Hallo? Hm. Aber okay. Ach, jetzt soll ich hier, warte mal. Achso. Achso, das sind die einzelnen Stockwerke, oder? Ja, das sind die einzelnen Stockwerke. Die es jetzt nach unten geht. Und ich habe da oben irgendwas übersehen. Hey, unter uns ist ein Schalter. Ha. Wo geht's hier hin? In einen weiteren, mystischen, geheimnisvollen Raum. Voll mit Tod und Zerstörung. Wo ich nicht so wirklich durchkomme. Okay. Gut, dann gehen wir halt zur anderen Seite raus. Habe ich auch kein Problem mit. Erster Stock, Folterkammer. Hm. Okay, ja. Rechts was? Nö. Dim, badam, dim, dim, badam. So. Was bist du denn? Was willst du denn mal werden? Eine Mumie willst du mal werden? Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Meine Macht ist schon wieder größer geworden. Aufgrund der Tatsache, dass wir eine Stufe aufgestiegen sind. Oh, komm, schieß mal auf ihn. Hol ihn ran hier. Los, komm. Der arme Zombie. Zombie. Entschuldigung. Heute geht's den Zombies an den Kragen hier. So. Und ich muss sagen, wie gesagt, die Steuerung ist wirklich einiges einfacher mit dem Controller als andere. Weil ich kann jetzt endlich mal vernünftig meine Fähigkeiten nutzen. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da komme ich wieder raus, okay. Okay, aber ich glaube, von hier komme ich, ja. Okay, gut. Dann nehmen wir halt den Weg hier erstmal. Ja, komm, geh weiter hoch, tot. Sonst bist du auch nicht so... Na, okay, doch bist du. So. Jetzt mal eben schauen. Theoretisch. Mensch, Zug auf Anhieb. Was macht der Schalter? Der Schalter macht was Großes. Ah, okay. Na, tot. Okay, was gibt's jetzt hier? Wahrscheinlich nur eine Kiste. Ja. Also ich meine, auf der Karte habe ich schon gesehen, dass es hier eine Kiste gibt, aber... Hey, eine Verlieskarte. Mensch, guck mal. Haben wir schon mal die Dungeon-Karte gefunden. So. Jetzt, würde ich dann nur ganz gerne mal rüberkommen. Aber irgendwie ist das noch nicht so ganz möglich. Was ich zurzeit ein bisschen schade finde. Dass es noch nicht möglich ist. Na komm, tot, geht da mal runter. Danke. So. Weil da oben komme ich definitiv nicht ran. So. Ja. Haben wir hier so ein explodierendes Teil? Nö, haben wir auch nicht, ne? Vielleicht hier hinten irgendwo? Sieht nicht so wirklich danach aus. Ja, okay. Dann haben wir hier also nicht noch so ein, was irgendwie explodieren könnte, was den Schalter irgendwie aktivieren könnte. Ja. Doch, haben wir doch. Haben wir doch. Seht ihr das da? Da. Da. Da ist es ja. Mensch. Los, tot. Ach nee. Ach, yeah.
Von hier komme ich da gar nicht hin, Mann. Da muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Wieso habe ich denn das eben nicht gesehen? Also das ärgert mich jetzt wirklich. So. Dann geht er mal rüber. So, und da möchte ich ganz gerne mal da oben gehen, das welches haben. Und kommt er soweit? Ja, theoretisch kommt er soweit. Was ist jetzt, wenn ich drauf schieße? Dann geht das wieder hoch und kommt das wieder runter. Ja, genau, 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 genau. So wollen wir das machen. links und, so. Und das kriegt dann jenes welches. Jetzt müsste ich rein theoretisch zufrieden sein. Ja, jetzt kann ich hier einfach hin und her switchen. Das ist noch viel geiler. Okay. Ey, wo ist denn das Ding hin? Achso. Das da noch. Das war knapp. Das war wirklich knapp. So. Dann wieder hier hoch, dann wieder da hinten zurück. Ja. So. Jetzt wollen wir da drauf schießen. Und dann müssen wir gleich nur noch mit dem Timing achten, dass das hinkommt. Ja, und es hat funktioniert. Mensch, 1A. Aber, wisst ihr was? Den restlichen Teil, den werden wir uns unter anderem im nächsten Part anschauen, wenn es wieder heißt Let's Play Darksiders 2. Und von mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Und das wäre, bis dahin.